Kennst du den Planeten George aus unserem Sonnensystem? Okay, in den 1850er Jahren wurde er in Uranus umbenannt. Aber in meinem Herzen wird er immer George bleiben. Ich bin generell der Meinung, dass Planeten Alltagsnamen kriegen sollten. Das macht das Thema direkt einsteigerfreundlicher. Zum Beispiel Neptun. Wer kann denn schon was mit Neptun anfangen? Aber wenn da jetzt so ein Planet James oder Jeremy Pascal heißt, also da sehe ich mich.